Für ihn ging ein Traum in Erfüllung. Endlich Arbeit, er verdient eigenes Geld. Mohammed Steff floh vor 3,5 Jahren mit seiner Frau aus Syrien, aus Aleppo. Jetzt stellt er Briefe und Pakete in Schwalmstadt im Schwalm-Eder-Kreis zu. Der 30-Jährige hat Sprachkurse und einen Führerschein gemacht. Ja, danke schön. Danke auch. Schönen Tag noch. Ebenso. Danke. Für den Führerschein hat ihm der Nachbarort Neustadt Geld gestiftet. Er hat dafür anschließend ehrenamtlich Senioren gefahren. Der Führerschein eröffnete ihm auch gleich neue Perspektiven. Dank seiner deutschen Helfer in Neustadt bekam er bald ein Praktikum vermittelt bei der Post. Die Probezeit hat er überstanden. Die Arbeit macht ihm viel Spaß. Ich habe schon 3 Wochen Praktikum gemacht. Und sie waren ganz zufrieden mit mir. Hat mir gesagt, du kannst gerne hier bei uns bleiben. Laut Statistik gibt es 38.000 arbeitssuchende Flüchtlinge in Hessen.